Die Haushaltung Gottes, die Urgeschichte der Menschheit. Band 1, 11. Kapitel, die Geburt Kahins und Abels, 1840 gegeben dem Jakob Lowe. Und siehe, da verschwand die Liebe vor den Augen der Geschaffenen, zurückkehrend in den heiligen Schoß des Vaters. Und nun siehe, du mein fauler und sehr schlechter Mitknecht, der du noch sehr harthörig bist, denn ich muss dir ja wie einem ABC-Buben jedes Wort einzeln in die Feder sagen. Und noch verstehst du mich nicht und fragst mich oft 2, 3, 5, oft bis 10 Mal. Und siehe, ich wiederhole dir allezeit jedes Wort treulich. Daher sei aufmerksamer, damit es schneller vorwärts gehe als bis jetzt. Denn die Welt bedarf in aller Kürze der Zeit der Vollendung dieses Werkes meiner großen Gnade. Dieses lasse dir gesagt sein von mir, eurem heiligen Vater, der ganz Liebe ist in allem seinen Wesen. Und nun schreibe weiter. Und nun war das neu geschaffene Paar auf der weiten Erde ganz allein. Und der versprochene Engel erschien mit dem flammenden Schwerte in seiner Rechten. Und da sie seiner ansichtig wurden, so erschraken sie sehr, so dass sie flohen vor seinen Augen und erbebten vor großer Furcht in allen ihren Eingeweiden. Und nun siehe, die Furcht beschleunigte die Zeit Evas, und sie wurde mit Schmerzen der verbotenen Frucht entledigt, welche die Schlange in der Blindheit Adams in sie gelegt hatte. Und der Adam besah die nackte Frucht und bemerkte, dass die Frucht ihm ähnlich war, und er freute sich sehr darüber. Und die Eva erkannte die Freude Adams und drückte in aller Begierde diese Frucht ihrer Liebe an ihre volle Brust. Und siehe, da empfand sie einen ähnlichen Stich in ihrer Brust, gleich dem Stiche der Schlange, und legte die Frucht zur Erde in der großen Angst und festen Meinung, sie habe schon wieder gesündigt. Aber siehe, da erschien der große Engel sanften Angesichtes vor dem sich ängstigenden und fürchtenden Paare und sprach sie mit fester Stimme an: Ängstiget und fürchtet euch nicht vor dem Knechte Jehovas, der zu euch gesandt ist von oben, um euch zu zeigen die Erde und euch zu erleuchten die Irrsale der Welt und auch zu züchtigen euch und eure Nachkommen, so ihr von den Wegen der ewigen Liebe und der unendlichen Heiligkeit Gottes je abweichen solltet. Seht, diese Frucht ist für euch keine Sünde mehr, wohl aber ist sie die Folge des dreifachen Ungehorsams gegen Gott und ist der Tod eures Fleisches, den ihr erzeugt habt in eurem Fleische durch eure Begierde und der Selbstsucht. Ihr dürft diese Frucht nicht wegschleudern von euch, sondern nach dem Willen von oben behaltet sie zum Zeugnisse über euch selbst und eurer Demütigung, damit ihr derzeit erfahren möget, wie durch euch die Sünde und durch die Sünde aber der Tod in die Welt gekommen ist. Die Frucht selbst aber solltet ihr Kahin oder Todbringer benennen. Da wurde beruhigt durch die Rede des Boten von oben das Paar in seinen aufgeschreckten Gemütern. Und die Eva nahm die zur Erde niedergelegte Frucht wieder in ihre noch zitternden Hände und reichte auf Geheiß des Adam durch den Engel dem Säugling die volle Brust, zu saugen das Leben der Erde aus ihr. Und der Engel trat an die linke Seite des Adam, und die Eva mit der Frucht auf dem rechten Arme stellte sich hin zur rechten Seite Adams, damit ihr Herz frei bliebe von jeglicher Last und zugewendet bleiben möchte dem Menschenfürder auf allen Wegen und Stegen. Und so wandelten sie musterhaft über die ganze Erde, um zu beschauen alle Orte derselben und zu bestellen Wohnungen für ihre einstigen Nachkommen und zu säen das Brot denselben durch die Macht und Kraft, die ihnen verliehen war von der Liebe durch die große Gnade der Erbarmung. Denn die Erde und alles, was auf ihr war, war untertan dem Willen Adams. Und das Meer und all das Gewässer gehorchte treulich selbst dem leisesten Winke Adams und war ihm untertan von der Oberfläche bis in den tiefsten Grund und bot ehrfurchtsvoll dem Fuße seines Herrn den Rücken, fest zu wandeln auf demselben nach Belieben. Und es waren ihm untertan all die Winde, und es gehorchten seiner Stimme alle Tiere der Gewässer, des festen Landes und der Lüfte. Und der Adam war erstaunt über die ihm innewohnende Kraft und sah und erkannte, über was alles ihm die ewige Liebe solche großen Kräfte verliehen hatte, und ward fröhlich über die Maßen, ob so großer Gnade von oben, und sagte zu Eva: Eva, mein Weib, siehe, der Herr der Macht und Kraft hat uns gesegnet. Lass uns ihm unsere Herzen opfern, damit sein Segen gedeihe auf der Erde
nach seiner großen Verheißung und durch dich erblicke das Licht der Gnade als neuer Bewohner dieser Stätte. Und die Eva, voll Demut und innigster Freude, sprach: Adam, siehe, deine Magd zu deinen Füßen harren des Winkes ihres Herrn der Erde. Und es geschehe mir nach deinem Willen. Nimm hin mein schuldiges Herz und opfere es dem Herrn. Und der Adam tat der Eva in aller Ergebung in den Herrn, wie es ihm der Herr befohlen hatte. Und siehe, der Segen wurde sichtbar an der Eva, und der Adam freute sich dessen, und auch die Eva empfand große Lust in sich. Und nun höre, was der Engel Jehovas sprach zum frohen Paare, und seine Worte waren wohl gemessen wie Worte der Höhe und wie Worte aus der Tiefe. Und es war die ewige Liebe selbst, die durch den Mund des Engels sprach, und diese Worte lauteten aus dem Munde des Engels: Adam, du hast jetzt viel erfahren auf der weiten Reise über die Erde, und ihre Festen und ihre Gewässer sahst du,